Ja, meine Freunde, und damit wieder ein Hallo und recht herzliches Willkommen hier zurück zur nächsten Folge hier vom LS-Projekt auf der nordfriesischen Marsch vierfach auf Version 1.7. Ja, wo wir hier fröhlich im, naja, nicht so schönen Tagesgeschäft dabei sind, Gras einzusammeln für unsere Kühe, die wir später mal haben wollen. Also nicht mehr in dieser Saison, sondern in der nächsten. Ja. Und wenn ich jetzt hier soweit gleich bin, was ich hoffe, dass ich das noch schaffe, bevor es wieder wärmer wird, muss ich dann den Kollegen da hinten mal wieder tanken, damit wir hier weiter ernten können. Und ja, wir haben noch ein bisschen vor uns, wir haben noch Feld 29 vor uns. Und das Gras kommt uns ja zugute. Feld 3 wird gerade geerntet, der Raps momentan eher nicht. Da ja wegen Regen bedingt arbeitende Leute nicht. Macht Sinn. Ja. Also von daher, ja. Deswegen ist da Pause. Ich sehe zu, dass ich hier das Gras schnellstmöglich ins Trockene kriege. Bevor es mir auf dem Feld wegtrocknet. Wohlgemerkt. Ja. Ich denke, das ist so das, was ich so sagen kann. Im Moment. Mehr gibt es da nicht zu sagen gerade. Ja. Der Plan weiterhin ist eigentlich Gras ernten, Silage herstellen, die Silage dann wiederum ins in den Fermenter packen. Ist das der Fermenter? Ich bin durcheinander. Ja, auf jeden Fall, ja. Mischration herstellen. Nach und nach kann ich auch erst, wenn Stroh und sowas drin ist. Stroh kriege ich jetzt auch erst, wenn ich dann die Rapsfelder fertig habe. Das heißt, Stroh haben wir noch keins. Ja, das heißt, Raps runter, den Raps in die Raffinerie, da kriegen wir Diesel raus. Plus Kompost. Den Kompost wiederum, da habe ich jetzt schon einen Kurs eingefahren, den fahre ich auf dem Hof. Zur, lasst mich jetzt nicht lügen, Dünger, Flüssigdünger oder Dünger, ich glaube Dünger, zur Düngerherstellung nutzen wir den. Das heißt, der wird dann in Dünger, in die Düngerherstellung reingeschmissen, damit dann die Düngerherstellung mal anfängt. Dann kriegen wir nämlich unseren ersten Dünger. Ja, mit dem Dünger können wir dann wieder weitere Produktionen in ja, Betrieb nehmen. Und so staffelt sich das so ein bisschen auf. Ist halt alles ein bisschen, ja, langwierig, aber man kann es schön automatisieren im Moment. Und es läuft auch im Moment, wie ihr seht, echt gut. Ich mache so nebenbei so ein bisschen Sachen, die, na, die nicht so wichtig sind sozusagen, oder die man mal nebenbei machen kann. Und da ich ja nicht alles vollautomatisch hier im Let's Play machen will oder vollautomatisch machen lassen möchte, ja, legt der Chef auch ein bisschen Hand an hier und bewegt die Maschine auch mal von sich aus. Ja, und da wir ja jetzt schon im Herbst sind, liegt es ja nahe, wir müssen dann demnächst auch mal dringend drüber nachdenken, was machen wir denn im Winter? Ja, die beste Option, die ich sehe, ist Holz. Dafür müsste man aber ehrlich gesagt vorher noch ein bisschen was vorbereiten. Das heißt, die Produktion dazu habe ich jetzt noch nicht platziert. Sprich, das Sägewerk fehlt. Das müssten wir dann noch tun. Und ja, dann noch ein paar Maschinen bräuchten wir. Die müssten wir uns dann aber auch leihen. Weil ihr seht ja, dass den Kontostand, der sieht jetzt nicht so rosig aus. Ja, wir können uns momentan nichts leisten, was wir uns komplett kaufen. Also, wäre dann die Miete angesagt, dass wir den Winter überstehen. Ein bisschen Holz machen. Ja, dass wir das Sägewerk schon mal in Angriff nehmen. Was wir ja dann auch brauchen demnächst, also nicht das Sägewerk, sondern
die Produkte, die dann aus dem Sägewerk entstehen. Ganz ehrlich. Warum? Warum musst du gerade an diesem verpackten Baum? Da musst du gerade hängen bleiben, Junge. Du bist doch. Oh, Alter. So, jetzt aber. Komm. Gib Stoff. Gib alles. Ja. Genau, er steht hier. Er kann nicht arbeiten, weil, naja, es regnet. Jetzt muss ich gerade gucken. Hier kann ich gerade nochmal R drücken, genau. Hier kommt nochmal ein ganzer Schwung Kompost. Welchen Traktor hatte ich denn jetzt? Ah ja, gut, jetzt bin ich hier vorbei. Oh, ich hasse es. So, nee, den nicht, den hier. Genau. Den hier fahren wir jetzt nämlich mal zur Dieselproduktion und lassen da mal ein bisschen Sprit nachtanken, also Diesel. Und mit dem Diesel fahren wir dann zum Feld, damit unser Trecker da, der da oben steht, mal wieder ein bisschen Sprit kriegt. Nicht, dass der dann hier ewig da steht und wir eigentlich wollen, dass er ja schnellstmöglich das Feld noch aberntet. Und wir das Gras kriegen, was wir für unsere Silage brauchen. Ja, das sind so die nächsten Schritte, die wir geplant haben. Und noch das mit dem Diesel, das muss ich auch noch automatisieren. Da habe ich noch, glaube ich, gar keinen Kurs. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Junge, was schleichst du hier, Junge? Fahr zu, Mensch. Hier ist keine 30, Mann. Ist eine war, Mensch. Ist doch nicht wahr. Wir haben es eilig. So. Dann wollen wir hier mal gerade ganz fix im hässlichen Regen, also im wirklich echt nicht wirklich tollen Wetter zur Dieselproduktion düsen. Ich bin mal gespannt, wie viel Diesel jetzt schon drin ist. Das müssen wir auch noch automatisieren. Ich muss auch auf dem Hof noch mal gucken, dass wir ein Lager machen. Beziehungsweise ich habe jetzt die eine Tankstelle, aber die ist voll. Da muss ich da noch ein Lager packen, dass wir, dass wir dieses Dieselproblem in den Griff kriegen. Beziehungsweise wir brauchen noch einen Kurs, der dann die einzelnen Maschinen manuell mit Diesel versorgt. Wenn das denn mal täte. Ah, jetzt. Genau. Wird halt nicht angezeigt, von daher. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Diesel, 2 bis 83. Aber das reicht uns. Das soll uns reichen. Dann kann der Trecker wieder arbeiten. Entschuldigung, warum fahre ich hier ohne Licht? Bin ich denn total bescheuert? So. Das heißt, wir fahren jetzt wieder zum Feld oder zur Wiese zurück.
müssen dann gleich das Gras noch ausladen und wieder zurückfahren, den Rest noch aufnehmen. Weil jetzt die Nacht wird wahrscheinlich. Ja, müssen wir gucken. Das wird lustig. Das wird so ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen die Uhr. Wie auch immer. Aber ja, bis jetzt ist es machbar. So, ihn lassen wir gerade hier stehen. Ihn füllen wir mal oder ihn leeren wir mal aus. Ja, Silage wird gut hergestellt, das ist gut. Brauchen wir. Da können wir dann nachher gleich ein bisschen umfüllen. Weil. Brauchen wir hier jetzt dann in der Produktion. Ihr seht, es ne, so gern man versucht, das alles ein bisschen schnell zu halten. Es dauert wirklich trotzdem. Also egal wie schnell man es machen will, egal wie sehr man es automatisiert, man muss trotzdem der ein oder andere Handgriff selber muss sitzen. Das heißt, ja, man kommt nicht drum rum, um zu sagen, okay, man macht doch ein bisschen was selber. Wenn ich jetzt alles voll automatisieren würde, ja, nee, würde mir dann irgendwo der Spielspaß ausgehen und nö, das ist, das bringt es mir nicht. Deswegen mache ich hier trotzdem noch ein bisschen mehr selber mit und wir sind ja gerade noch, da muss ich da noch drauf hinweisen, wir sind ja gerade mal weit am Anfang. Wir sind noch ganz weit am Anfang. Das heißt, wir haben noch nicht mal einen Großteil der Produktion. Das heißt, das, was wir jetzt gerade haben, das ist noch Peanuts. Da kommt noch so viel, viel mehr. Das heißt, ja, wir werden uns noch der Hackenwund fahren, auf Deutsch gesagt. Deswegen, das nur alles hier gerade wirklich ruhig, gechillt. Da kannst du wirklich noch ein bisschen nebenbei was machen. Das geht. Es wird noch schlimmer. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich jetzt wirklich weiterverfahren werde. Wir haben ja noch drei Weizenfelder vor uns und noch ein Tabakfeld, was erstmal geerntet werden muss. So, dann haben wir noch die Weizenfelder, da haben wir den Schwatt noch. Das heißt, das Stroh muss dann noch gesammelt werden, eventuell gepresst in Ballen. Oder aber, das bin ich mir noch nicht sicher, wie ich es mache, ob ich es in Ballenform mache oder ob ich das Strohbergungs-Addon wieder zur Hilfe nehme und es dann mal als Pellets anfange. Da mich ja doch diese Pellets mal reizen würden, ob das denn geht. Weil, so viel ich weiß, soll es wohl funktionieren, dass man die Pellets auch in der Tierfutterindustrie beziehungsweise zum Tierfutter zu den Tierfutter
zumischen kann, beziehungsweise man den Tieren füttern kann, also als Stroh, als, ne, worauf die rumlaufen, als Einstreu. Mensch, jetzt kam ich nicht drauf. Deswegen, also das würde mich schon mal interessieren, ob das möglich ist. Wenn das geht, würde ich eher auf Pellets tendieren. Weiß ich halt noch nicht genau, wie ich es mache. Deswegen bin ich mir dessen noch gar nicht so sicher, wie ich jetzt weiter verfahre. Sicher ist erstmal eins, der Weizen muss vom Feld. Das ja, steht ja eh außer Frage. Von daher wird es eh erstmal darauf hinauslaufen, Weizen runter, und dann müssen wir wirklich gucken. Ja, wie machen wir weiter hier? Das wird so die nächsten Folgen bestimmen, denke ich. So, jetzt werden wir erstmal Folgendes machen. Wir sind soweit durch. Außer hier hinten, aber das kann ich kleiner mitmachen. Jetzt geben wir dem guten Kollegen mal ein bisschen Saft. Saft macht Kraft, oder gibt Kraft und macht stark. Füllt er sich selber auf oder muss ich? Wow. Wow. Das war krass. Gerade. Ich denke mal, ich muss ihn auffüllen. Ich glaube, das macht er nicht selber. Das wäre mir zumindest neu. Ja gut, ich muss den Helfer eh entlassen. So. Geh. Ach so, toll. Muss ich jetzt noch hier N drücken? Ich glaube, jetzt geht er da. Ich hoffe es. Jawohl. Was? Wow. Holy, das ging schnell. Okay. Also, N. Da fahren wir den jetzt mal hier an die Seite, weil ich denke mal, der wird noch des Öfteren zum Einsatz kommen. So. Und dann gebe ich ihm jetzt mal wieder den das Zeichen, dass er weitermachen kann. Hier am, nee, nicht so, am nächstgepassenden Wegpunkt. Weil er wollte ja irgendwo anfangen. Ja, genau. Da. So. In der Zeit fangen wir wieder an. Und sammeln mal weiter. Und wenn wir die Nacht durchmachen, ist nicht so schlimm. Der Regen tut uns sozusagen so ein bisschen helfen, dass es hier nicht alles austrocknet. Also hier kommt doch echt eine ganze Menge Gras bei rum. Ich glaube, das sollte fast für unsere Silage reichen. Schon. Aber ne, besser man hat, als man hätte. Das heißt, hier kommt alles runter, was gerade geht. Ja, echt. Euer Ernst. Gott, ist der manchmal doof. Steckt da wirklich jetzt. Oh, ja, gut. Ich konnte es mir doch, ich hätte es mir doch denken müssen. Ach Mann. Ja, ich war schon weg. Ist gut. Chill mal, Junge. Chill mal deine Base, Junge.
So, hier sollte ich aber eigentlich nicht stören, ich hoffe es. Wenn doch, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich weiß nicht mal wohin. So, dann machen wir jetzt mal noch den Hänger voll. Ja, und dann ist es auch schon wieder Zeit, die Folge mal zu beenden hier. Die ist schon wieder an Folgenende ran, zeitmäßig. Ja, wie ihr seht, es dauert alles. Es dauert alles wirklich seine Zeit. Es geht nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Auch wenn man da, ne, es so möchte, es geht nicht. Deswegen, ja, hier ist ein bisschen Geduld gefragt, aber das macht so ein bisschen auch die Karte aus. Man will ja auch so ein bisschen Spaß haben am Spiel oder an der Karte. Von daher, ich habe so viel Zeit, wie ich habe. So lange wie es dauert, dauert's. Und ja, ich hoffe, ihr seid da auch derselben Meinung und ja. Gebt mir die Zeit und gebt mir die Möglichkeit, hier wirklich alles auszuprobieren und wirklich das alles in Ruhe zu machen. Das wäre schon ganz schön. Und das, ja, macht so ein bisschen einen Reiz an uns. Ja. Jetzt fahre ich erstmal wieder zum Hof. So wie es sich gehört. Immer dasselbe, wenn man voll ist. Das ist, ja. Ich weiß, ich meine, ich könnte das jetzt automatisieren, indem ich Curseplay einbinde und bla und blub. Und sage, hier, fahre mal hin. Aber das wäre langweilig. Weil wir wollen auch ein bisschen was selbst machen. Und es gibt nichts Schöneres, als wie sowas selber mal abzufahren, um einfach so ein bisschen, ne, das ein bisschen abzurunden oder abwechseln zu können zwischen Automatisierung und halt noch Handarbeit so richtig. Deswegen, ja, ist das ganz schön, finde ich gut, gefällt mir. Und ich hoffe ja natürlich, euch gefällt das auch. Meine Spielweise, Art und Weise, wie ich jetzt hier handhabe. Und wenn doch irgendwo, ja, Sachen sein sollten, die ihr nicht so mögt oder, ne, wo er sagt, nö, könntest du nicht mal ein bisschen was verändern, ja, dann, wie ich es immer wieder sage, ab in die Kommentare damit. Da lese ich es am ehesten und kann darauf, ja, eingehen. Um zu ändern, was mich da oder was euch nicht so passt oder wo ihr sagt, okay, da könnte man was ändern. Ja, also von daher immer schön fleißig Kommentare schreiben. Da sehe ich dann mindestens auch, wer von euch wirklich auch aktiv, ja, meine Let's Plays beziehungsweise mich unterstützt und auch wirklich, ne, mir helfen will. Von daher ist das schon schön. Aber ja, jetzt kommen wir erstmal hier an, laden ab und erst dann kommt meine Abmoderation. Mensch, ich nehme schon alles wieder vorweg. Voll schlimm. Mann, 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 Mann. So, angekommen sind wir, oder? Jetzt, genau, jetzt drücken wir noch I. Schalten den Motor schon mal aus, weil jetzt ist dann erstmal Schluss.
Ich weiß gar nicht, ich bin mal gespannt, wie viel hier reingeht, bis der mal sagt, hier, nö, ist voll. Nö, ich bin zu. Ich kann nicht mehr. Wir werden sehen. So, das hat noch reingepasst. Sehr schön. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, an der Stelle war es das erstmal hier von mir. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen, Einschalten und dabei sein. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mal dabei seid. Und wie ihr schon gerade vorhin gehört habt von mir, ja, ich würde mich natürlich riesig über Kommentare bzw. positives wie auch negatives Feedback von euch freuen. Ja, und natürlich lasst auch gerne mal einen Daumen da, je nachdem in welcher Richtung. Wie auch immer, aber es sei gesagt, wenn ihr ein D-Abo da lasst, dann bitte in den Kommentaren auch mal vermerken, warum, weshalb, wieso. Und ja, natürlich, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch nochmal der Hinweis, ne, aktiviert die Glocke, dann seht ihr auch, beziehungsweise werdet ihr benachrichtigt, wenn von mir neues Video da ist. Das heißt, ihr verpasst dann nichts mehr. Von daher, ja, seid rundum versorgt. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis später. Haut rein. Ciao.